Was geht ab, Leute? Aloha. Es ist wieder Zeit für City Skylines. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist. Ich wollte ein Rhyme. Ach, du wolltest ein Rhyme? Ich bin nicht so der Rhymer. Das ist ja das Problem. Hallo. Heute ist mal Donnerstag. Letzten zwei Male war Freitag. Ich glaube ja. Das auch zu einer Uhrzeit. Jetzt sind wir ja wieder ein bisschen früher. Genau. Wir beglücken euch nicht in eurem Feierabend, sondern heimlich, während ihr auf der Arbeit sitzt und euer Chef eben noch an euch vorbeigegangen ist und gesagt hat, Herr XY, Frau XY, das ist zu erledigen. Habt ihr natürlich jetzt heimlich diesen Tab aufgemacht. Ja, aber der Chef guckt auch heimlich. Von daher macht das gar nichts. Oh, okay. Aber der Chef hat ja auch wiederum einen Chef. Ja, aber der guckt wahrscheinlich, der guckt vielleicht auch heimlich oder macht halt was anderes, was Chefs halt so machen. Was Chefs halt so machen. Und zwar, Chef kommt ja von Scheffeln. Schalten wir mal auf das, was wir letzte Woche vollbracht haben. Es tut mir leid, ich hätte gerne privat noch was dran gemacht, hatte aber leider keine Zeit zum Zocken. Das heißt, alle Verschönerungen, die ich so vorhatte, wie hier schön einen Zaun drum bauen und so, das werde ich alles mal off-cam machen, weil ich glaube, letztes Mal hat schon. Ne? Ich sehe ihn gerne, er ist wunderschön, das haben wir eben. Ja, eben. Der erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, ne? Und sieht auch gut aus dabei. Ganz genau, also den Zweck erfüllt er noch nicht so, weil wir, was hatten wir, 3 Passagiere letzte Woche hier? Ja, da sind 0, da sind 5. Hey. Aber wenn die Stadt denn noch wächst, dann geht es weiter. Und wir haben dieses große Problem. Wir gucken hier unten und le Population le möchte une Industrie wie. Also ich kann kein Französisch, frag deine Mom. Ich gebe es zu, ich bin schlecht. Ja, du bist heute in Topform, habe ich schon gemerkt. Also heute Morgen auch, ich sitze ja heute ausnahmsweise mal wieder im Schlauchbüro und ich war ja kaum da. Ich habe ja aber in der Zeit, in der du da warst, war es schon echt beeindruckend. Du kriegst es gar nicht mehr mit. Nee, ich bin da so wie so ein Goldfisch. Geilen Spruch, vergessen. Nächsten geilen Spruch. In den Herzen der anderen lebt er weiter, der geile Spruch. Das stimmt. Ich werde einfach von allen geliebt. Das ist meine bescheidene Meinung dazu. Ja. So, und darum werden wir uns jetzt darum kümmern. Wir haben ja nun hier schon unsere fast schon Hauptcity, und zwar New Nastinken neben Manhattan. Hier ein kleines Gebiet. Wir müssen, was ich ja schon mal angekündigt habe, ein bisschen Industrie ausbauen. Und ich habe mir gedacht, bevor wir wieder hier so einen riesen Wulst, was hier auch immer noch seine Probleme hat im Verkehr, mit Industrie, ich will aber nicht ein riesiges Industriegebiet bauen, sondern ich habe mir gedacht, wir bauen hier, läuft die Stadt nachher ein bisschen aus und hier so ein bisschen Dörfer und ein paar, ich weiß, ich kenne nicht so richtig die Ausmaße, die es jetzt braucht hier für die Industrie. Also wenn ich jetzt 3 kleine Farmen, also Farmington ist ja auch ein reines Farmgebilde. Ja, aber ich glaube, die bringen halt nicht viel, weil ich glaube, du brauchst schon bei der Population zumindest schon so High-Density-Gebiete mittlerweile. Oh. Aber ich habe da einen Vorschlag, Hannes. Oh, jetzt also vielleicht, hoffentlich finde ich deinen Vorschlaghammer, weil sonst töte ich dich mit dem Vorschlaghammer. Alter, nicht schlecht. Aber weißt du, was mir in den Kopf gekommen ist? Weil eigentlich braucht ja jede große Stadt, wie zum Beispiel deine Stadt, einen Containerhafen. Das ist natürlich ein bisschen haarig zu bauen, wenn man natürlich vielleicht auch ein paar Kräne und sowas erst runterladen muss, aber an sich wäre es ein cooles Industriegebiet, was auch schön reinpassen würde in die Szenerie und gleichzeitig kannst du das auch ein bisschen höher populativ machen, oder wie man das nennt, Density und so, und erfüllst damit deinen Bedarf viel besser. Du meinst hier, guck mal, also ich würde sagen, Beispiel, hier ist ja angeplant. Da ist es nicht so schön, und genau. Und hier den Platz. Da könnte man zum Beispiel was machen. Hast du schon mal, hast ja auch schon ein bisschen gespielt, hast du schon mal so ein Ding gebaut? Ja, das Ding ist, das Problem ist einfach, es gibt ja, glaube ich, keine Containerhäfen im Spiel. Müsstest du das halt wieder alles runter, oder? Doch, klar, siehst du? Cargo-Harbor, siehst du? Und das ist der Cargo-Hub. Was ist, okay. Ist ein All-Train-Trust. So, das Ding ist, ich habe auch bis jetzt viel zu wenig Zugverbindung. Also das Ding hat nicht mal... Das ist quasi auch eine Zugverbindung halt nur mit Schiffen. Also ersetzt quasi eine Zugverbindung. Ah, okay. So, und das Ding hier muss ich wahrscheinlich, wenn wir uns hier drum kümmern, versetzen. Ja, weil das genau. Macht mir Farmington hier echt kaputt. Dann würde ich das nämlich hier hinten hinsetzen und kriege eine eigene Abfahrt und so weiter. Ey, das ist eine coole Idee. Ja, also an sich. Ich weiß, guck, voll untypisch für dich. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Können wir mal gucken, was der Chat dazu sagt. Den habe ich natürlich auch wieder offen. Genau. Wollen wir viele kleine Farmen? Wollen wir Öldorado. Öldorado. Ich würde es auch gar nicht daran anschließen. Ich würde hier ein extra Abfährtchen bauen. Ja. Weißt du was?
Nee, der Chat soll entscheiden, weil ja, es geht ja dann erstmal wieder darum, ein kleines Abpferdchen zu bauen. Und ich glaube, das haben wir on-cam eigentlich auch fast noch nie gemacht. Eine Abfahrt gebaut? Naja, also so einen schönen Kringel McG, weißt du? Vielleicht haben die Leute ja mal Lust, weil ohne Scheiß, also mir tropft ja jedes Mal ein Tröpfchen der Lust irgendwie ins Pänzchen, wenn ich das Ding hier sehe, weil ich, ohne Scheiß, darauf könnte ich mir selbst einen hobeln und ohne Scheiß, I did it. Ja, du hast da einfach mal dick abgeruhlt bei dem Autobahnkreuz da. Ich habe auch nochmal privat versucht, ein Autobahnkreuz nachzubauen, wie es halt auch in echt ist. Das Ding ist aber, das ist eigentlich deine Sache, wie du sie baust, ist eigentlich viel effizienter, weil sie halt viel platzsparender ist. Wenn du ein richtiges Autobahnkreuz baust, ist das schon so ein bisschen, da musst du ja, da hast du ja diese vier Kreise quasi, diese vier Kreisläufe. Weil du kannst ja dann theoretisch auch so fahren und dann wieder rum und dann bist du wieder auf der gleichen Spur, wenn du dich mal vertan hast oder so. Genau. Und du musst auch gleichzeitig noch so Nebenspuren bauen und das ist alles... Ein geiler Wischer. Können wir den nochmal sehen? Den fand ich schön. Alter, das ist ja der Hammer. Sind wir in verdammt nochmal 1992 endlich angekommen oder was? Und nochmal. Nice, ihr seid einfach nur sexy. Timo ist auch wieder fit an den Schaltern, ne? Guck mal, viele verstehen den Witz Timo nicht. Ich nenne ihn manchmal Tim Tam Timo. Du verstehst ihn auch nicht. Nee, mir sagt das irgendwas. Ich bin Bambino, Alter. Ich bin Bambino, stimmt. Okay, das kenne ich noch. Okay. Und du meinst halt, die sind eigentlich viel platzsparender. Genau, richtig. Weil du hast ja eben nicht diese großen Kreise, die du halt irgendwie bauen musst. Und es sieht außerdem geiler aus. Okay, so. Du hast den Chat gesagt. Ja, ich gucke jetzt mal in den Chat. Du musst wahrscheinlich auch ein bisschen hoch. Ich mache ein bisschen hoch, genau. Oh nein, keine Straßen. Das Öl baut mehr Freiheit, baut lieber Büros. Okay. Hafen gibt wieder Verkehrschaos. Okay. Ah, genau, orangene Bedürfnisanzeige ist auch, Büro, nicht nur Industrie. Vielleicht könnten wir hier wirklich ein kleines Bürokomplex hin. Aber ich müsste Straßen bauen, ich will das nicht alles noch hier drüber laufen. Pro Hafen, bin für Dock, Büro, kleine Farmen sind cool, Hafen, Büros, Hafen wäre cool, Farmen, baut lieber Büros. Okay, wir bauen jetzt Büros. Ich finde die Idee sehr gut. Baut lieber Büros, sexy Regie, einfach nur sexy. Ja, genau. Stimmt. Das heißt, wir bräuchten eigentlich hier. Ich glaube, wir gehen Pro auch in Hafen, die Schachtel Büros sind gut. Mach weiter, wir reden einfach übereinander. Das lieben die Leute. Ich sollte dabei noch schniefen. Ja. Und essen. Und essen. Ja. Ich habe oben noch ein bisschen so Schokoriegel. Die können wir vielleicht dabei verspeisen und dabei stark schmatzen. Oh, Hafen, stimmt. Hafen, spalten! Hafen. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Hafen. Ich bin Dödel. Büro, Hafen. Containerhafen wäre interessant, wenn ihr es hinbekommt. Was sind das für Geräusche hier? Ich weiß es auch nicht. Ich wäre fast vor Lust gestorben. Das Stadien? Ist a wild Chris Pogo appears. Willst du etwa ein Ei legen, oder was? Genau, Wien. Dann stinkt das wieder hier so, ne? Alter. Das geht mir jetzt schon wieder auf den Senkel. Hafen und Büro. Und Büro, ja, das könnte man auch noch. Ja, das kann man, stimmt, das kann man auch noch ein bisschen verbauen. Yes. Eine Universität haben wir ja genug. Ne? Wir haben ja hier unsere beiden Country-Universitäten, die die Welt mit Verbindungsleuten und Partys fluten, wie es sich für ordentliche Universitäten gehört. Ich sehe diesen blauen Strich hier gerade nicht. Der Fernseher ist sehr hell eingestellt. Aber ich glaube, I did it. My way. Das finde ich auch ein bisschen, da muss ich mal ein bisschen hier negatives Feedback an die Entwickler abgeben, dass man, wenn man quasi drei Straßenenden miteinander verbinden will, dass man nicht einfach drüber ziehen kann, sondern muss quasi das Einzelne miteinander verbinden. Das ist ein bisschen, So, jetzt habe ich das hier dran angeglichen, aber irgendwie will ich das auch noch ein bisschen, müssen jetzt mal hier... Ein Hafen im Büro. I don't get it. So, mal gucken, ob wir das... Yes, sir. Wir haben dem Hafen noch gar keinen Namen, dem Flughafen noch keinen Namen gegeben, ne? Stimmt, das war letzte Sendung. Es geht einfach immer viel zu schnell. Ist auch schon ein schöner Vorschlag. Der Ron Jeremy Airport. Verstehe ich nicht, habe ich noch nie gehört, den Namen. Ich finde den Namen einfach nur nett. Ich meine, du weißt nicht, wer Ron Jeremy ist? Niemand kennt Ron Jeremy. Okay. Ich glaube, wir hatten den mal bei einem Almost Playly, bei Wer bin ich sogar. Und da frage ich mich immer, klar, man kennt vielleicht seinen Beruf und vielleicht weiß man auch ein, zwei Dinge, aber so richtig, also kennst du seine Vita? Bist du mal auf Wiki... Nee, Wiki aber ich glaube, ich würde tatsächlich eine Biografie oder Autobiografie von ihm lesen. Das stimmt. Das wäre, glaube ich, interessant. Auch. Ja. Also jetzt einfach, abgesehen von
von seinem Beruf ist er ja trotzdem bestimmt ein interessanter Werdegang. Stimmt, ich möchte mal wissen, was er gelernt hat. Ich sehe gerade auch hier irgendwie, wieso geht es dem Flughafen schlecht? Das checke ich nicht. Was ist dein Problem, lieber Flughafen? Kriminalität? Es kann nicht sein. Vielleicht fehlen einfach die... Eieiei, okay. Naja, aber Flughafen ist laut, Alter. Ja, natürlich. Die sollen sich nicht so anstellen. Verstehe ich auch nicht. Die Flughafenmitarbeiter, das ist so laut in meinem Flugzeug. So gibt's denn jetzt, also der Ron Jeremy Gedächtnisflughafen ist ein bisschen lang, oder? J. Ja. RJ Airport. RJ. Aber Ron, warte mal. Ron Jeremy Airport. Habe ich ein großes J gemacht? Okay, ich muss sagen, an einen der größten Schauspieler des vergangenen Jahrtausends. Ja. Ich finde es einen sehr, sehr schönen Namen. Airport. Er hat es auf jeden Fall verdient. Es passt. Oh. Es gibt hier auch die Bud Spencer-Brücke irgendwo, glaube ich, ne? War das so? Hier? Irgendwo gab es die. Ich weiß nicht, ob das in Polen oder in irgendeinem europäischen Land gibt es die Bud Spencer-Brücke. So, jetzt kann man dem ja noch hier, wie ging das? Irgendwas Besonderes geben? Nein, natürlich nicht. Was ist das hier? Nein, natürlich nicht. Oh, hier, no commercial? Nein, auch nicht. Dann können wir dem natürlich hier noch wo. Ich merke schon wieder, eine Woche ist es her und ich stelle mich schon wieder an wie der erste Mensch auf dem Mars. Ja, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun, ne? Du bist ja nicht hauptberuflicher Städteplaner. Ja. Auch wenn es so aussieht. Du hast es ja letztens wieder erzählt, dass der eine wirklich in Schweden, der, ich glaube, Eder hatte das mal bei einem City Skylines, dass er sich beworben hat als Bürgermeister. Stimmt, ja. Ja, genau, wir labern sehr viel und machen gerade nichts. City Plane, okay. Wir haben ihn benannt und jetzt waren wir hier. Genau. Okay, man könnte einen Hafen hinbauen. Ja. Wenn ich den jetzt Hafen setze, plus Büros, weil es ist natürlich wichtig. Aber Moment, vorhin hat noch ein netter Herr oder eine nette Dame, das kann okay, ich das nicht genau identifizieren, einen Hinweis gegeben, ob überhaupt unsere Stadt Schiffsverbindungen unterstützt. Aber ich glaube ja, oder? Wo checke ich denn das? Und guck mal, ich kann da gar keinen Hafen hinbauen. Weil irgendwie... Die hat da so eine Klippe dran, die musst du wahrscheinlich erstmal ein bisschen terraformen. Nee, das liegt hier... Ach so, echt? Ja. Liegt das an der Höhe? An der Höhe, ja. Okay. Da ist wirklich eine Klippe. Ich glaube, das lassen wir aber erstmal. Ich glaube, wir lassen uns den Platz. Und wir wollen ja jetzt sozusagen erstmal hier dieses Orange wegkriegen. Das heißt, ich beeile mich. Ich versuche nicht... Let's go! So, okay. Raus, rein. So, ich würde nämlich sagen, wir gehen raus hier hinten, indem wir... Während der gute Hannes jetzt hier die Abfahrten baut. Machst du mal Chef? Vielleicht könnt ihr uns noch mal kurz erklären, wo man denn sieht, ob eine Stadt überhaupt Schiffsverbindung unterstützt. So. Ich glaube aber, sobald man... Wir haben ja quasi schon Schiffe. Du hast doch schon mal einen Hafen gebaut. Und da fahren ja auch Schiffe, oder? Das ist ja ein Personen. Ja. Oh, shit. Gibt's da irgendwie was zu beachten, oder? Wie sieht's aus? Allwissender Chat. Oh, you're so almighty, Mr. Chat. Warum ist Gunnar bei TAF? Gunnar ist bei TAF? Gunnar ist bei TAF? Ihr labert alle auch, also, dass die auch immer mehr wissen als ich. Ja, und das ist unmöglich. Also, ich bin hässlich. Wie immer. Da. Was machst du denn gerade eigentlich? Du brauchst gerade Tunnel. Ich will Tunnel bauen, um hier hinten, wir machen jetzt mal einen unspektakulären. So, hier wollen wir raus. Und zwar... Okay, beim Platzieren von Hafen die orangenen Fehlermeldungen lesen. Oh, okay. Lesen. Lesen ist etwas, was wir hier selten machen. Deswegen sind wir auch nicht so gut da drin. Das ist genauso wie aufpassen und ruhig sein. Sei mal ruhig. So. Das ist das. Und der... So, da kommen wir raus. Das soll natürlich wieder schön aussehen. Ja, okay. Also wenn du ihn bauen willst, müsstest du da stehen direkt in dem Kasten, wenn er keine Verbindung verfügbar hat. Danke an XYZ-Lord. Und davor, Moment. Das ist zu lang. Ich muss ja auch mal ein paar Namen nennen, ne? Das soll man ja auch mal machen. Namen nennen. Guck mal, hier raus. Da war noch jemand davor. Wer war da? Ist das cool? Wir machen es einfach. Scheiße. Shit. Und an Duke404. Danke. Shit on it. Danke für eure Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Okay. Das ist quasi einmal darunter durchgebuddelt und. Einmal das sind die, die da rein wollen. Ich habe nur Angst, dass hier
dann sozusagen die Leute, die nachher hier hinfahren und das hier, ich hätte das wahrscheinlich weiter nach hinten machen müssen und den Ausgang auch. Ich glaube, das tut mir leid, aber man soll natürlich schon, wenn man den Fehler merkt, etwas tun. Deine Mutter ist, glaube ich, immer etwas tun. Naja, die arbeitet halt, ne? Zu langsam. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, die fängt jetzt langsam an zu arbeiten. Auf dem Kiez. Und dann muss die Dune sein. Ich komme gerade nicht runter. Wieso? Was ist denn? Ach, ich Hannes, komm doch mal runter jetzt. Guck mal, habe ich Number-Block ausgestellt? Ja, I did it. Okay, so. Das heißt, wir müssen viel später hier hinten rauskommen. Das machen wir. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um jetzt zu lernen, wie man so genial Straßen baut? Ist das deine Frage? Ist das angeboren oder? Nein, weil im Chat gerade diskutiert wird, weil du auf der Straße aufgewachsen bist. Kannst du auch so gut mit Straßen? Jetzt bin ich schon auf der Straße aufgewachsen. Hast du nicht gerade was von deiner Mom erzählt? Ja, lass mal bitte meine Mutter hier aus dem Spiel, ja? Okay. Also wirklich. Natürlich, ich bin ein Junge der Straße, weil ich einfach, ich bin sowas von G. Nach mir wurde der G-Punkt benannt. Ah, okay. Siehst du, ich habe mich schon gefragt. Oh, die Kurve sieht doch schon aus wie hingekackt und hingeschissen. Was hast du denn gegen diese Kurve, verdammt? Nur weil da so ein kleiner Mini-Knick drin ist, oder wie? Ja, ey. Das ist halt mein Style. Ich will doch stolz sein auf das, was ich bilde. Also ich bilde mich schon mal nicht. So, warte, da. Hast du eigentlich einen Ausbilderschein hier? Ich glaube. Gibt es sowas? Oh Mann, das sieht doch nicht geil aus. Guck dir mal die Kurve an. Ach komm, okay. Die Kurve ist doch okay. Ich sage ja auch mal, man muss auch mal die Kurve kriegen. Ja. So, machen wir das mal so. Das ist doch wunderschön. Und gleichzeitig kommen wir jetzt hier raus. Das kam. Ah, da ist natürlich der Poller im Weg. Jetzt müssen wir den. Hä? Nö. Wie saniert. Ach, das. Ey, diese Poller, die machen mich auch immer fast total fertig. An. Weil die kann man echt nicht richtig platzieren. So, da wollen wir da hinten raus. So. Genau, das sind jetzt quasi die Ausfahrten. Raus, rauf und runter sind wir hier schon. Ja. Und hier, da müssten wir, okay, das geht wieder so. Und dann löschen wir nochmal den, ich bin so hässlich. Wir machen das mal, ja. Ich habe es hier ein wenig übertrieben. Nee, wir müssen Platz für die Ausfahrt schaffen. Das heißt, wir müssen hier eher so machen. Da, so. Man muss aber auch sagen, dieses Kurventool, was du hast, ist auch ziemlich cool. Das Kurventool hat aber jeder. Nee, aber ich meine das, wo du auch Gradzahlen und sowas mit anzeigen kannst, weißt du? Aua, mein Lebenloch. Jedem Koch sein Lebenloch. Das ist mein Reden. Ich bin ja auch unter der Erde eher so der nicht hübsch Maker. Unter der Erde ist auch völlig egal, sieht man nicht. Man fällt halt nur durch. Und gut ist. Durch. Sollen sich Leute nicht beschweren. So, wow, das ist die schönste Abfahrt. Jetzt müssen wir natürlich wieder schnell checken, ob hier alles richtig ist. Raus, nice. Raus, ja. Ja. Raus. Ja. Raus. Und hier kam die auch raus. Wow, ja, ich habe alles easy. Fuß fix. Gebaut. Okay, das ging wirklich. Fix. Das war nicht der schönste. Ich hätte hier auch unten durchgehen können. Ja, man. Ist doch erstmal jetzt nur checkmäßig, damit wir hier mal unsere Bedürfnisse. Shit on it. I say shit on it too. Shit on your. Ich. Das. Die Shortcuts wollte ich mir lernen. Und übrigens, es tut mir leid, ich habe auch nicht mehr in den Thread geguckt. Ich habe es einfach nicht geschafft, diese Woche mich ein bisschen hier drauf, weißt du, mir neue Sachen anzugucken oder was die lieben Herrschaften dann so an Ideen oder Mods oder sowas für mich bereithalten. Habe ich nicht geschafft, das hole ich alles nach für nächste Woche. Ja, die Woche ist auch vollgepackt, einfach auch so programmtechnisch und ist einfach richtig, ja, morgen. Richtig großartig. Richtig großartig. So. Das smoothet sich doch hier auch ganz geil. Ist doch schön, ja. Vielleicht könnte man wirklich hier sogar noch. Ich wollte gerade noch irgendwas fragen, jetzt habe ich es ja vergessen, verdammt. Verdammt ich nochmal. So. Das war irgendwas. Genau. Der gute Shenzi Lord hatte. Noch eine interessante Idee. Wie viele Idee. Lords gibt es hier eigentlich, ey? Ja, das ist irgendwie so ein Trend, ne? Er hatte noch eine ganz interessante Idee. Man könnte ja auch Autobahnkreuze unter Tage bauen. Unter Tage? Also komm. Unter der Oberfläche, komplett. Alter, stimmt. Weil, aber das Ding eigentlich ist es interessant, weil du dann zum einen nicht schön bauen musst und zum anderen hast du einfach auf der Oberfläche mega viel Platz.
Alter, ihr seid schlauer als die Bauer der Mauer. Es wäre interessant, wie es da mit der Lärmbelästigung ist, ob das quasi durch die Erdoberfläche durchdringt oder wie oder was? Eindringen. So, jetzt müssen wir natürlich Services. Ihr braucht natürlich... Oh Mann, ich stelle mich an wie die letzte Finanz... French Police Station, komm. Wie machen wir mal hier? Ja, willst du jetzt einen Witz? Franzosen haben Polizisten? Die brauchen die wahrscheinlich okay. nicht. Ja, wahrscheinlich. So, dann brauchen wir natürlich hier Müll. Kriegen die Müll? Na gut. Ja, Müll brauchen sie, glaube ich. Aber du hast doch hier diesen Incinerator, der ist doch viel geiler. Achso, den baue ich hier hinten hin. Ich baue jetzt hier, guck mal. You are so slow. Bist du nicht? Ich würde es ganz anders bauen, aber egal. Also nicht ich. Ich tue jetzt so, als wäre ich ein anderer Typ, weißt du? Ich rede so, weißt du? Ob du das weißt? Wie redest du? Jaha! Wie redest du denn? Also von wem redest du denn? Ich rede von sozusagen Zuschauer X. Ach, Zuschauer X, Y, Z-Lord? Genau. Guck mal, Alter, das ist doch Schlaubi-Schlumpfinchen. Und wenn das hier nachher noch... So jetzt willst du da quasi den Incinerator dran basteln. Incinerator? Wie redest du? Wie heißt denn das Ding? Wie heißt das auf Deutsch? Verbrennungsofen? Oder... Also Müllverbrennungsanlage? Was haben wir jetzt hier? Ein Krankenhäuschen. Komm, wie groß bist du? Ein kleines? Das wird doch wohl reichen für das Gebiet hier. Falls sich mal jemand im Büro am Tacker verletzt. Scheiße, aber das ist so klein. Oder irgendwer beim Stahlschmelzen in den Schmelzkessel fällt. Pharmacy, Alter, das wird doch wohl reichen. Oh nö. So eine Apotheke würde wohl reichen, komm. Medical Clinic. Okay, die gefällt mir schon besser. Gefällt mir schon besser. So, dann Feuer. Oh, guck mal hier. Was ist denn hier los? Was hat, ihr habt doch, wie viele habt ihr? Eins, zwei? Ey, das frage ich mich halt auch immer, warum. Bei mir ist es auch immer so, dass immer ab einer bestimmten Phase des Spiels, einer bestimmten Population, fehlen jede Menge unskilled Worker. Hängt das damit zusammen, dass man dann zu viele Schulen hat oder zu viele Hochschulen? Ja, aber ich habe gelesen, Schulen? Das liegt dann auch gerade in der Zeit der Population so, dass es einfach gerade viele Erwachsene. Ja. Gibt die, also ich habe da, ich bin aber auch jetzt gerade nicht fähig, das ordentlich wiederzugeben, aber du musst jetzt nicht extra ein Dings bauen, habe ich doch, ja, musst jetzt nicht extra was bauen, damit die dümmer sind, du musst kein Ghetto bauen. Nee, das ist, ja, das ist klar, aber ich hätte mir vielleicht gedacht, dass man dann, wenn man zu viele Universitäten oder sowas hat, dass dann zu viele Skilled Worker ausgebildet werden und man nicht genug Unskilled hat, aber das war mal ein bisschen weirder. Weirdo. Weirdo. Weird L. Jankovic. Kennt man den heutzutage noch? Ja, ich kenne ihn. Ich weiß auch, wie der aussieht. Der war lustig. Da gab es sogar einen Film drüber. Der wurde sogar verfilmt, glaube ich, seine Story, seine Geschichte. War der eigentlich... Der war Musiker eigentlich, ne? Ey, das... Und Filmstar. So, ach so, die brauchen natürlich... Die Leute müssen natürlich auch noch glücklich sein. Was brauchen denn... Warum soll man am Arbeitsplatz glücklich sein? Also wirklich. Vollkommen überschätzt. Die Leute sollen glücklich sein. Also brauchen sie Parkplätze. Natürlich, hier, komm mal. Parkplätze okay. machen glücklich. Auf der Seite... Oh. Nice. I love it. So, ein kleines Parkhaus. Parkhaus. Komm, das stellen wir hier hinten hin. Ah, oh, nee, guck mal, aber... Ah, oh. Komm. I think it will functionate. Achso, ich habe noch eine Seite vergessen. Die Seite hier wollte ich auch noch zupacken. Aber die brauchen noch bestimmt hier... Komm. Bam. Das ist commercial, ne? Ja. Ist das cool so, oder? Ja, klar. Erstmal für die, es reicht jetzt erstmal, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann kann man sich um die wichtigen Sachen kümmern. Nämlich Bäume, Straßen, Parks. Drücke ich jetzt auf Play? Wollen wir nicht erstmal auf Werbung drücken? Alter. Ihr seid, also die Regie ist heute auf Zack. So fix. Ja, natürlich machen wir Werbung und gleich gucken wir, ob dieses Gebiet funktionabel ist. Weil hier kommen ja beide raus. Vielleicht ist das nicht so schlau, vielleicht legt man den eher dahin. Aber egal, wir gucken uns das an, wir drücken gleich zusammen auf Play. Und das wird richtig gay, weil gay heißt auch fröhlich. Und das wird richtig fröhlich, das ergibt keinen Sinn. Das glaube ich auch. Kick it! Bis